Erinnerung. Wir gehen in das Innere, ich bitte Jesus, meinen Führer, ins Innere, ins Zentrum, mir die rechten Worte oder Gedanken zu diesem Thema einfallen zu lassen. Erinnerung. Im Lateinischen gibt es zwei Worte für Erinnerung bzw. Gedächtnis, wie wir sagen. Erinnerung heißt auf Lateinisch dort Recordatio. Das, was das Herz, Chor, uns wiedergibt oder herausgibt. Memoria entspricht dem quasi auswendig lernen, memorieren, sich von außen einprägen, einen Lernstoff. Platon spricht schon von einer Anamnesis, die sogenannte Anamnesis-Lehre. Das wahre Lernen käme aus der Erinnerung. Wir hätten alles im Inneren gespeichert. Wir hätten also alles in uns und wir müssten nur durch geeignete Methoden dieses Innere, diesen inneren Speicher oder dieses innere Wissen in uns wachrufen und dann könnten wir es wiedergeben quasi. Das entspricht genau unserem Ansatz damit Lernen. Wir haben über Lernen schon darüber gesprochen, in unserem Bereich auch mit diesen Meditationen oder mit diesen Worten aus dem Inneren oder Innersten, mit dieser Stimme aus dem Inneren. Es ist diese Rekordatio, wo wir wollen aus dem Herzen, aus dem Inneren wiedergeben, was uns quasi der Geist, der göttliche Geist, Gott, uns eingibt. Das, was uns einfällt oder was in unser Inneres hineinfällt, kommt aus dem göttlichen Geist. Wir sollen also lernen oder üben, hinzuhören, unsere inneren Augen zu öffnen und auch unser inneres Aufnahmeorgan, das ist unser Herz quasi, dass wir die Gedanken, die Impulse, die Ideen von Gott, aus unserem göttlichen Geist in uns wahrnehmen und aufnehmen lernen. Und dem dann Sprache verleihen, Ausdruck verleihen, das nach außen Ausdruck drücken. Die inneren Eindrücke, die inneren Einfälle nach außen ausdrücken. Und das Wort ist eben, auch schon gesagt, ein Gefäß, das äußere Wort, das geschriebene Wort oder eben der Begriff Wort sind Gefäße, die eben diesen inneren Geist, die Essenz, die innere, also der Geist, der Kraft, Leben, Liebe, Licht transportieren sollen. Und wir sollen uns nicht am Glas, am Gefäß festbeißen und den zerkleinern oder verstehen wollen. Uns darin, da können wir uns daran quasi die Zähne ausbeißen. Die Zähne unseres äußeren Verstandes, dieser äußere Verstand, dieser Weltverstand oder Kopfverstand, der will alles verstehen, alles zerkleinern, alles zerbeißen, alles auflösen, analysieren, das ist der analytische Verstand quasi. Während der Verstand des Herzens, mit dem wir die göttlichen Worte aufnehmen oder auch lesen sollen, wenn wir heilige Texte lesen, Bibel oder Neuoffenbarung, andere Worte, auch diese Worte aus dem Inneren, die sollen wir nicht so sehr in den Kopfverstand aufnehmen, nicht mit dem Kopfverstand versuchen zu verstehen, zu kleinern, sondern im Herzen bewegen, mit diesem Herzverstand bewegen und dann wiedergeben. Oder wenn wir Worte hören, eben in unser Herz hineinlassen, nicht nur im Kopf speichern.
Das, was wir hier wiedergeben wollen, sind eben Worte aus dem Innersten, aus dem Herzen, diese Recordatio. Und das ist ein Lernen auch. Für mich ist es auch ein Lernen, für alle Zuhörer sollte es ein Lernen sein, eine Übung, eine Lernübung, diese innere Stimme eben wahrzunehmen und ihr Form zu geben oder Ausdruck zu geben. Das ist eine Übung. Das sind wir nicht gewohnt, das müssen wir lernen. Wir haben eben von Kind an nur die Äußeren, das äußere Lernen, die äußeren Eindrücke gelernt aufzunehmen, zu verstehen und so. Wir haben es nicht gelernt, Eindrücke aus dem Inneren, innerste Gefühle, Bilder wahrzunehmen und zu verstehen. Wenn Kinder oft noch mit diesen inneren Eindrücken kommen, noch weisen sie oft die Eltern zurecht oder weisen sie zurück. Denk zuerst, bevor du sprichst. Das Kind sprudelt anfangs oft noch eben aus dem Inneren, aus dem Herzen heraus. Nach dem Motto, wo es das Herz voll ist, geht der Mund über. Bis wir dann von den Erwachsenen, von den Eltern oder Lehrern im Lernen still zu sein, den Mund zu halten, überhaupt wenn gescheite Leute, Erwachsene sprechen, sollen die Kinder still sein. Und dann verlernt das Kind eben diese inneren Worte wiederzugeben. Er traut sich nicht mehr, weil sie eben nicht gefragt sind. Auch in der Schule, bei den Prüfungen sind nur das auswendig Gelernte gefragt, nicht diese inneren Gefühle, Eindrücke. Auch in der Wissenschaft, das sei nicht Wissenschaft. Mein Titel in der Vorlesung Herzensbildung wurde mir untersagt, weil es nicht Wissenschaft sei. Das Herz ist nicht Wissenschaft, nur der Kopf ist Wissenschaft quasi. Nur der Kopf kann Wissen schaffen. Das Wissen des Herzens, das eben mit dieser Rekordatio aus dieser Erinnerung kommt, sei nicht Wissenschaft. Also Wissenschaft schafft, wie ein früher Chef von mir gesagt hat, beschäftigt sich nur mit banalen Dingen, nicht mit wesentlichen Dingen. Das Wesentliche ist, wie der Exupéry schon sagt, den Augen, den äußeren Augen unsichtbar. Können wir nur mit dem Herzen begreifen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagt der kleine Prinz im Exupéry. Und das wollen wir lernen mit diesen Übungen, diesen Meditationen, eben nach innen gehen und dann aus dem Herzen wiedergeben, was wir darin finden. Mit dem Herzen sehen lernen, mit dem Herzen denken lernen, mit dem Herzen begreifen lernen. Das ist unser Anliegen. Danke.